Aktuell häufen sich mal wieder die Medienberichte, dass Batterien von Heimspeichern sich entzünden oder sogar explodieren. Und auch wir haben ja so einen Batteriespeicher bei uns, und zwar haben wir den Resu Flex von LG. Das ist ein NMC-Speicher, ein Nickel-Mangan-Kobalt-Lithium-Ionen-Speicher. Und jetzt gibt es viele Stimmen, die sagen, das sind sehr unsichere Kandidaten und man soll lieber auf Lithium-Eisenphosphat gehen. Und im heutigen Video wollen wir uns das Ganze mal genau betrachten, was ist eigentlich in letzter Zeit wieder alles passiert, warum ist es vielleicht auch passiert und was bringt denn Batterien eigentlich dazu, sich zu entzünden. Wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert gerne den Kanal, bleibt dran, nach dem Intro geht's los und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Wer erinnert sich noch an die Fremantle Highway, den japanischen Autotransporter, Frachter, der in der Nordsee in Brand geraten ist, lange dort gebrannt hat und dann an die Küste geschleppt wurde und jetzt wird das Ganze untersucht. Was war die Ursache dafür? Für viele Medien war es sofort klar, da ist ein Elektroauto in Brand geraten und das hat das ganze Unglück ausgelöst. Inzwischen sind die Erkenntnisse eher so, na, es ist vielleicht doch kein Elektroauto gewesen, man weiß es aber noch nicht so genau. Wie auch immer, wenn es denn kein Elektroauto war, wird es sicherlich in keinem dieser Medien, schon gar nicht in der Größe, wieder erscheinen. Und wenn es doch ein Elektroauto war, ja, dann muss man ganz klar sagen, da muss man mal untersuchen, was da passiert ist. Ich gehe davon aus, es war kein Elektroauto, aber ich gehe auch davon aus, die Medien werden nicht mehr drüber berichten. Deshalb schon mal mein Appell an euch, glaubt nicht immer alles, was reißerisch dargestellt wird. Klar, wir kennen das hier bei YouTube auch, wenn was neu ist, dann wollen wir auch die Ersten sein, die das bringen. Und dann muss man aber immer aufpassen, dass man die Sachen auch in Relation darstellt, dass man auch sagt, es kann sein, dass es anders ist und ich habe das da und daher, das ist meine Quelle und nicht einfach das Ganze reißerisch raushaut, der und der war schuld, fertig, aus und dann nie wieder drüber berichtet. Ja, zurück zur Batterie. Wie sieht es denn bei unserem, was ist denn in letzter Zeit so alles passiert? Zum einen ist die Senic-Speicher sind wieder in den Konditionierungsbetrieb gegangen bis November, das war jetzt kürzlich rausgekommen. Da ist also auch das letzte Wort noch nicht gesprochen und das letzte Problem noch nicht behoben. Dann gab es mehrere Speicher in Australien, die Probleme gemacht haben, auch von der Resu Chem-Serie von LG, den wir früher hatten, aus den Baujahren 17, 18 und 19. Und da wurde wohl die Rückrufaktion von LG auch nochmal ausgeweitet und jetzt letztlich ist doch ein ganzes Haus in die Luft geflogen, weil offiziell ein Lithium-Eisenphosphat-Speicher explodiert sein soll. Dieser Art von Speichern wird ja eigentlich nachgesagt, dass sie weder thermisch durchgehen, also dass sie das Brennen beginnen und von Zelle zu Zelle weiterbrennen, noch gar, dass sie explodieren. Hier ist, glaube ich, auch noch gar nicht raus, was die Explosionsursache wirklich war. Es wird halt von einer Lithium-Eisenphosphat-Speicher gesprochen. Ob das jetzt Do-It-Yourself war oder ein gekauftes Modell, das ist auch noch nicht bekannt. Auf jeden Fall ist jetzt dieser Batteriezelltyp auch betroffen von der ganzen Sache. Und jetzt frage ich mich natürlich, sind wir denn mit unserem Speicher wirklich auf der sicheren Seite? Bei uns wurde ja der LG Resu Chem 10H getauscht, Baujahr 2018. Und wir haben jetzt dafür bekommen ein LG Resu Flex. Das ist ja das flexible Modell von LG, das auch vergrößert werden kann. Immer wieder um 4,6 Kilowattstunden Module. Und da habe ich dann LG nochmal kontaktiert. Und die haben mir halt wirklich geschrieben, ich muss mir keine Sorgen machen, weil... Was ist das Problem bei den alten Speichern gewesen? Das war die Zelle, die da verbaut war. Und zwar war das die Zelle JH3, eine 63 Ampere-Stunden Zelle. Und im neuen Speicher wird verbaut die JS1, das ist eine 7,4 Ampere-Stunden Zelle. Und diese Zelle hat auch den US-amerikanischen Sicherheitsstandard UL9540A bestanden. Das bedeutet, sie kann nicht diesen Terminal Runaway machen, dieses thermische Durchbrennen, dass eine Zelle die andere ansteckt, sondern es ist so, dass diese Zellen nicht brennen können. Sie können zwar Rauch entwickeln, sie können Dampf ablassen, aber sie sind so gebaut, dass sie keine Flammen nach außen lassen und somit dieser Terminal Runaway gar nicht möglich ist. LG wartet auch darauf, dass dieser Sicherheitsstandard in der EU auch eingeführt wird. Das ist noch nicht so, man erwartet aber, dass es in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch passiert.
Und LG hat halt damit eine komplett neue Zelle definiert, die halt ganz andere Eigenschaften hat. Und deshalb kann man jetzt nicht pauschal einfach sagen, NMC brandgefährlich und Lithium-Eisenphosphat absolut sicher. So einfach kann man es sich auch nicht machen. Das wird unterstrichen von Lennart Hinrichs, dem Vice President der Twice Technology GmbH, einem Unternehmen, das Analyse-Software für Batteriesysteme herstellt. Und er hat in einem Medienbericht auch dargelegt, was denn überhaupt Batteriespeicher zum Entzünden bringt. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Sache, die wir uns jetzt doch mal ansehen sollten. Und er sagt schon mal generell, dass eine Batterie von selber sich nicht einfach entzündet. Sowas kommt in der Regel nicht vor, sondern er nennt zwei Gründe dafür. Der eine Grund sind äußere Einwirkungen und der zweite Grund sind Fehler in Herstellung oder Betrieb. Und er sagt halt ganz klar, dass zum Beispiel, wenn ein Kühlsystem für einen Batteriespeicher nicht richtig funktioniert oder andere äußere Einflüsse darauf einwirken, Unfälle, Kabelbrände, mechanische Deformierung des Gehäuses, dann kann es dazu kommen, dass solche Zellen, wie gesagt, in Brand geraten und auch andere Zellen dann mitziehen und dann kann es zu einem großen Brand dieses Speichers auch kommen. Und die Alternative dazu ist, dass einfach in der Herstellung schon, in der Produktion Fehler gemacht wurden oder dass halt mechanische Einwirkungen von innerhalb auf den Speicher einwirken oder hohe Temperaturen oder auch ein unsicherer Betrieb kann dazu führen, zu hohe Ladeleistungen zum Beispiel. Ganz wichtig auch, sagt er, das Batteriemanagementsystem, das muss schon vorhersehen, wenn die Batterie Probleme bekommt und dann reagieren. Ich kann euch übrigens sagen, das war bei uns der Fall, weil bei uns wurde nämlich eine Batterieunit tatsächlich ausgetauscht, nachdem wir den Speicher damals bekommen haben, weil das Batteriemanagementsystem hat nämlich gemeldet, da ist irgendwas nicht in Ordnung und hat die Ladeleistung automatisch gedrosselt und daraufhin wurde die Unit getauscht und jetzt ist bei uns auch alles in Ordnung. Und das ist halt auch ganz wichtig, eine vorauserkennende Systematik, die einfach schon sagen kann, hier ist was nicht in Ordnung, ich regel selbstständig die Leistung runter oder die Kapazität, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt und das war halt bei unserem alten Speicher noch nicht der Fall und im neuen Speicher ist es halt so und das ist halt der kleine Unterschied. Erstmal sind die Zellen andere, dann ist der Aufbau ein ganz anderer. Es wird ja viel, ich sag mal, gelästert über die Größe unseres Speichers. Oh, so ein Riesending kommt mir nicht in den Keller. Ich habe ja schon gesagt, warum der für uns trotzdem gut ist, weil bei uns kommt es auf Tiefe an. Und der ist halt wirklich nur 16 cm tief. Wer ähnlich tief ist, das ist zum Beispiel der Huawei-Speicher. Da waren wir neulich mit unserer Serie Zeig uns deine PV. Und da haben wir so einen Speicher auch besichtigt. Und ich habe die Hand oben drauf gelegt. Und Leute, ich muss euch sagen, der ist ganz schön heiß geworden und der ist wirklich kompakt. Der ist also noch kompakter als BYD oder andere Hersteller. Der ist wirklich sehr, sehr kompakt und da ist natürlich dann auch nicht viel thermische Zirkulation in dem Gehäuse möglich. Das heißt, dieses Gehäuse erwärmt sich natürlich wahrscheinlich deutlich stärker als das, was wir beim Resu Flex haben. Und das ist ja gerade eine dieser Möglichkeiten oder Gefahren, die Lennart Hinrichs hier aufführt, warum ein Speicher zum Brennen beginnen kann. Deshalb also, wie gesagt, man kann nicht pauschal das eine in die eine Ecke stellen, das andere in die andere Ecke, sondern es fängt schon an, wie wird das Ganze produziert, dann geht es darum, wie wird es betrieben, wie gut ist das Batteriemanagementsystem, wie sind die äußeren Umstände, unter denen es betrieben wird. Das sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Hat es vielleicht beim Transporten Schaden gegeben oder ähnliches? Das sind die Themen, die dazu führen. Wenn es zu einer Massenrückrufaktion kommt, wie zum Beispiel bei LG jetzt der Fall ist oder wie bei Abschaltungen bei Senec, die erstmal was prüfen müssen, dann sind das definitiv Herstellungsfehler. Das sind keine Betreiberfehler oder sonst irgendwas, Unfälle oder irgendwas, sondern da liegt der Ursprung schon in der Herstellung. So war es halt bei unserem Speicher auch. Und der neue ist halt nach ganz anderen Standards hergestellt worden. Man hat natürlich aus seinen Fehlern auch gelernt bei LG und hat die Zellen dann auch anders aufgebaut. Und ich glaube nicht, dass man uns das beste Stück hier eingebaut hätte als YouTuber, wenn da eine größere Brandgefahr wäre, wenn man da auch noch unsicher wäre, oh, da könnte das oder das sein. Ich glaube, das würde LG auch nicht unbedingt machen an der Stelle. Und deshalb sind wir auch relativ entspannt, was die ganze Sache angeht. Die Gründe sind klar, warum die alten Speicher zurückgezogen wurden, warum auch Vorfälle passiert sind. Und wenn man sowas weiß und abstellt, dann kann man auch beruhigt mit solchen Technologien umgehen.
Ja, wie immer alle Links zu den Artikeln, die wir hier beschrieben haben, in der Videobeschreibung. Lest euch vor allen Dingen den von Lennart Hinrich durch. Der ist echt spannend und der zeigt auch wirklich, worauf es ankommt bei Batterien und ihren Gefahrenpunkten. Was ich damit natürlich nicht schönreden will, auf jeden Fall, ist der Einsatz von Kobalt. Kobalt ist ein schwieriges Produkt. Es wird unter schwierigen Bedingungen teilweise gefördert, aber es gibt ja auch Lieferkettengesetze, es gibt auch Zertifikate dafür, dass Kobalt auch sauber gefördert wurde, aber das ist jetzt kein Plädoyer für den NMC-Speicher an der Stelle von mir, also in der Regel wird man LFP bevorzugen. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen eine gerade Rückung der ganzen Sache vornehmen, dass man nicht so mit Scheuklappen auf das eine und auf das andere blickt, sondern dass man einfach mal trocken, nüchtern und sachlich die ganze Sache analysiert. Warum ist was passiert? Wie sind die Gefahren wirklich? Wie ist es einzustufen? Darauf kam es mir halt in dem Video an. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, es kommen noch viele interessante Videos von uns. Viele davon kündigen wir auch bei Instagram an, wo ihr auch mal reinschauen könntet. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.